Wann bubert's legal? Jetzt nach mir geht's bald. Es geht doch eben nicht nur nach ihm oder ihm. Cannabis und Marihuana sind einfach Einstiegsdrogen. Warum soll man die Lage jetzt so verschärfen? Und wir werden alles tun, was uns rechtlich möglich ist, das nicht umzusetzen. Aber es ist interessant, sie sagt, die Ampel will Cannabis legalisieren, das hat sie versprochen. Jetzt werden die Pläne konkret und die Kritik wieder lauter, vor allem aus Bayern. Einstiegsdroge, vor allem für junge Menschen schädlich, löst Psychosen aus. Deutschland wird Kiffer-Country. Cannabis ist kein Brokkoli. Einfache Lösung, verboten lassen. Tja, hat Bayern recht? Jetzt! SPD, Grüne und die FDP wollen Cannabis legalisieren. Das haben sie in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Erwachsene sollen zu Genusszwecken Cannabis kaufen und konsumieren dürfen. Seitdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach diesen Gesetzentwurf zum ersten Mal vorgestellt hat, brennt der Baum. Vor allem Markus Söder und seine CSU kritisieren die Pläne, Cannabis zu legalisieren. Es geht um die Frage, sollen zusätzliche Drogen erlaubt werden, wo Ärzte, wo Polizei, wo selbst die EU skeptisch ist, ob das der richtige Weg ist. Und 90 Joints pro Monat, sorry, wenn ich das sage, das ist einfach der falsche Weg. Cannabis und Marihuana sind einfach Einstiegsdrogen. Warum soll man die Lage jetzt so verschärfen? Ganz kurz, wie kommt Söder auf diese 90 Joints? Es war mal geplant, dass man 50 Gramm Cannabis pro Monat legal kaufen kann. Inzwischen sieht der Gesetzentwurf 25 Gramm vor. Und je nachdem, wen du fragst, kann man eben mit dieser Menge um die 100 Joints bauen. Ist aber ja vielleicht auch egal, wie viele Joints, weil es gilt ja immer, Hashtag Einstiegsdroge, oder? Ja, interessant, dass in Zeiten von Hashtags dieses total überkommene Argument immer noch quasi präsentiert wird, weil es schon in den 90er Jahren gab es auch offizielle Verlautbarungen, auch Studien, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden, in der genau das widerlegt wurde. Also Cannabis ist nicht eine Einstiegsdroge in dem Sinne, dass es einen auf den Konsum anderer Drogen vorbereiten würde. Im Moment ist es aber der Einstieg in die Illegalität und dass einfach viele junge Leute, die dann Cannabis ausprobieren und dann vielleicht auch irgendwie einen Dealer haben, der es ihnen verkauft, dort eben vielleicht auch andere Dinge angeboten bekommen. Und sprich, der Schritt von Cannabis zu anderen Drogen ist im Moment viel kleiner, als er in einer legalen Situation sein wird. Und wie gesagt, die allermeisten Leute, die Cannabis ausprobieren, werden am Ende nicht irgendwie abhängig von irgendwelchen harten Drogen oder sowas in der Richtung. Wer Cannabis nimmt, der spritzt sich auch Heroin. Dieser Satz funktioniert nicht. Cannabis ist in diesem Sinne auch nicht mehr Einstiegsdroge als Alkohol oder Tabak. Zu einem ähnlichen Ergebnis ist auch schon eine vom damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer in Auftrag gegebene Studie 1998 gekommen. Und 2014 hat Ingrid Fischbach von der CDU als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium auf eine Anfrage der Linken klargestellt. Die Bundesregierung hält für Cannabis die These von der Einstiegsdroge nicht für zutreffend. Warum will die Ampel überhaupt was in der Drogenpolitik ändern? Ist die bisherige Drogenpolitik gescheitert? Ja, also das kann man schon eindeutig daran ablesen, dass die Ziele der Drogenpolitik, also gerade was eben die derzeit illegalen Drogen angeht, einfach nicht erreicht werden. Es wird der Konsum nicht dadurch eingeschränkt. Im Gegenteil, bei vielen Substanzen geht der Konsum eher nach oben als nach unten. Und vor allen Dingen ist man auch nicht erfolgreich damit, die Belieferung, also das Angebot einzuschränken. Wer heute Cannabis will, der kriegt Cannabis. Also die Furcht vor einer neuen Volksdroge ist ein wenig paradox, weil Cannabis längst eine Volksdroge ist. Fast ein Drittel der Deutschen zwischen 18 und 64 haben mindestens einmal in ihrem Leben gekifft. 4,5 Millionen Deutsche kiffen regelmäßig. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist erstmal egal. Es ist aber ein Fakt, mit dem sich die Politik auseinandersetzen muss. Und ja auch tut. Weil aktuell ist es ja so, das Cannabis, was du auf der Straße bekommst, da weißt du nicht, was drin ist. Das Zeug ist in den vergangenen Jahren auch immer stärker geworden. Der THC-Gehalt ist in 10 Jahren von im Schnitt 8,3% auf 12,3% angestiegen. THC ist der psychoaktive Bestandteil von Cannabis, der berauscht und dich eben stoned macht. CBD ist der Bestandteil, der beruhigt, entkrampft, Ängste löst. Je mehr THC drin ist, desto weniger CBD ist drin. Und immer öfter wird Cannabis auch mit gefährlichen Chemikalien gestreckt. Genau da will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ansetzen.
Das sind zwei Übel. Ich akzeptiere 18 bis 25. Der Konsum steigt. Die Dosen sind toxisch. Beimengungen, Amphetamine, Kriminalität. Junge Leute werden vorbestraft und so weiter. Alles sehr schlecht. Oder ich versuche, das zu begrenzen, indem ich das legalisiere, indem ich die Ware kontrolliere, den THC-Grad in dieser Gruppe zum Beispiel runterfahre, die Kriminalität wegbekomme. Dann ist es zwar ein kleineres Problem, aber mein Problem. Oder ich lasse es groß, wie das zum Beispiel, also aus meinem Verständnis aus Markus Söder macht. Da sagt es mir doch egal, wie groß das Problem ist, solange es nicht meins ist. 18 bis 25, gemeint sind Jahre. Das ist hier das nächste Stichwort, das wir uns anschauen. Gerade wer in diesem Alter kifft, macht sich sein Gehirn kaputt, kriegt Psychosen, wird schizophren. Ist ein weiteres Argument gegen legales Cannabis. Was ist dran? Die Angst davor oder die Sorge, um es mal so zu formulieren, ist durchaus berechtigt. Wir wissen, dass das Risiko, solche Psychosen zu erleiden, altersabhängig ist. Das heißt, insbesondere bei sehr jungen Menschen ist das Risiko durchaus höher, als wenn wir eben erwachsene Personen haben, die gelegentlich mal Cannabis konsumieren. Und man kann das eben so zahlenmäßig eingrenzen auf ein durchaus bis zu dreifach erhöhtes Risiko, eine solche gefährliche chronische Psychose zu erleiden, wenn Menschen im jungen Alter konsumieren. Solche Psychosen, wie sie Professor Pogarell beschreibt, sind nicht lustig. Vor allem, wenn sie zum langfristigen Problem werden und die betroffene Person nicht mehr zwischen Realität und akuter Psychose unterscheiden kann, Angstzustände bekommt, Halluzinationen hat. Ein intensiver Cannabiskonsum ab 18 Jahren oder jünger kann also echt problematisch werden. Hier muss ich aber auch sagen, aus medizinischer Sicht, der unmittelbare Zusammenhang ist nicht hundertprozentig gegeben. Menschen, die eine Psychose haben könnten, dass die wirklich nur von Cannabis ausgelöst würde. Oder ob es nicht auch jede andere Droge auslösen könnte. Mit 18 wird der Mensch volljährig im gesetzlichen Sinne. Aber die Hirnreifung geht noch weiter. Und da würden wir uns so ein Alter um 25, 26 wünschen, wo man eben mit großer Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass eben alle Hirnareale dann ausreichend ausgereift sind und dass die Vulnerabilität, also die Empfindlichkeit für solche Substanzen dann eben nicht mehr so groß ist. Warum gibt Lauterbach Cannabis dann nicht einfach ab 25 frei? Weil es nicht geht, juristisch. Entweder ab 18, weil ab dann bist du volljährig, oder halt gar nicht. Und da wird es jetzt auch so ein bisschen tricky. Dass Cannabis für junge Menschen schädlich sein kann, hat Dr. Pogarell ja gerade gesagt. Also dann lieber verboten lassen? Gerade für junge Menschen ist die Legalität in den allermeisten Fällen nicht wirklich ein schlüssiges Argument, irgendwas zu probieren oder nicht zu probieren. Oder eben kontrolliert erlauben, THC-Gehalt vorschreiben und so die Droge zumindest sicherer machen. Und ganz wichtig, Aufklärung. Diese Legalisierungspläne, die jetzt vorgelegt wurden, müssen natürlich, und so sind nach meiner Information durchaus auch die Absichten, müssen einhergehen mit intensiver Aufklärung, mit intensiver Schulung. Die Frage ist natürlich, wie gut kann man das bewerkstelligen? Wir wissen das vom Nikotin, wir wissen das vom Rauchen, dass so Aufklärungskampagnen über lange Jahre, Jahrzehnte nur mäßig erfolgreich waren. Allerdings ist in letzter Zeit doch einiges geglückt im Kontext des Tabakkonsums, des Rauchens. Das ist deutlich zurückgegangen, gerade auch bei den jungen Menschen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bleibt skeptisch. Ich habe nur gesagt, es ist ein Fehler, es Drogen zu erlauben. Mhm. Und dazu stehe ich auch. Ich glaube, dass die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung das genauso sieht. Ja, wie sieht es denn die deutsche Bevölkerung wirklich? 46% der Befragten finden, dass Cannabis für Volljährige legal und reguliert erhältlich sein sollte. 49% sind dagegen. Das zeigt diese Umfrage im Auftrag des Hanfverbandes. Du siehst auch, die Ablehnung war schon mal deutlich höher. Allerdings spricht Markus Söder in erster Linie ja auch immer erstmal nur für sein Bundesland, Bayern. Nach all dem, was wir wissen, aus unterschiedlichen Befragungen, wird in Bayern, was ja durchaus bekannt oder in manchen Kreisen auch berüchtigt ist für ihre besonders harte Drogenpolitik, wird in Bayern
nicht mehr und aber auch nicht weniger gekifft als in anderen Teilen der Republik. Also teilweise gab es sogar schon Untersuchungen, die darauf hindeuteten, dass in manchen Regionen vielleicht sogar mehr gekifft wird als anderswo. Was man aber ziemlich klar sagen kann, ist, diejenigen, die in Bayern kiffen, sind deutlich überzeugter davon. Also wenn wir zum Beispiel Befragungen zum Thema Cannabis, Online-Befragungen starten, haben wir immer eine Überrepräsentation von Leuten aus Bayern. Auch was Aktivisten angeht, nehme ich das immer wieder wahr, dass sehr, sehr viele Leute aus Bayern kommen, einfach weil sie so eine derart, ja, so einen harten Gegenpart haben, führt das sozusagen zu so einer Art, Anti-Verhalten sozusagen, jetzt kiffen wir erst recht und wir machen es mit noch mehr Überzeugung. Und das halte ich jetzt auch nicht gerade für eine besonders positive Sache. Und da könnte man eben mit einer legalen Situation auch dem entgegenwirken. Aktuell plant die Ampel die Einrichtung von sogenannten Cannabis-Clubs. Da muss man Mitglied werden, dann darf man legal Gras kaufen. Allerdings mit vielen strengen Auflagen. Zum Beispiel, innerhalb der Vereine und im Umkreis von 250 Metern soll kein Cannabis konsumiert werden dürfen. Zusätzlich sollen Räume und Grundstücke der Clubs, in oder auf denen die Droge gelagert und angebaut wird, umzäunt und gesichert werden. Und Mindestabstände, zum Beispiel zu Schulen und Kitas, sollen eingehalten werden. Plus dazu, jeder Cannabisverein soll ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept erstellen und einen Sucht- und Präventionsbeauftragten benennen müssen, der sich schulen lassen muss. All das, um dem Schwarzmarkt deutlich Konkurrenz zu machen und ihm am Ende von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Was laut Markus Söder Quatsch ist. Der Schwarzmarkt wird weiter blühen und es braucht noch mehr Beamte, um zu überprüfen, woher die Drogen kommen. Ich rechne jetzt nicht unbedingt damit, dass der Schwarzmarkt komplett ausgetrocknet wird, aber zumindest ist es schon mal besser als vorher, wo wir ja im Grunde genommen erstmal nur Schwarzmarkt haben. Doch auch wenn es den illegalen Verkäufer, den Dealer, immer noch geben wird, der kriminelle Käufer soll laut den Ampelplänen Geschichte sein. Es ist einfach an der Zeit, dass dieses Unrecht sozusagen, dass Leute, die einfach nur eine Substanz konsumieren, dafür Strafverfolgung zu erwarten haben, dass das einfach beendet wird. Das Kontraargument ist natürlich, wenn etwas eben freigegeben wird, dann wird möglicherweise auch mehr konsumiert. Und wir haben in anderen Ländern gesehen, dass durchaus in bestimmten Altersgruppen der Konsum zunehmen kann. Und mit einem zunehmenden Konsum können natürlich auch die betroffenen Personen, die von diesen Risiken betroffenen sind, die Personenzahl, die könnte größer werden. Das Ding ist am Ende aber auch, in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am LMU-Klinikum, da behandelt Professor Pogarell nicht nur Menschen, die wegen Cannabis Probleme haben, sondern auch Menschen, die wegen Alkohol Probleme haben. Und das ist ja auch ein Key-Argument der Cannabis-Befürworter. Alkohol ist viel schädlicher und ist erlaubt, aber Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Etwa 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Alkoholabhängigkeit. Und laut Professor Pogarell müsste man in Deutschland etwa 10 bis 12 Millionen Menschen aufgrund eines problematischen Umgangs ärztlich beraten. Auch großer Alkoholkonsum kann zu psychischen Beeinträchtigungen führen, kann Psychosen auslösen. Aber im Vordergrund stehen beim Alkohol natürlich auch die körperlichen Beeinträchtigungen, die Leberfunktionsstörungen, die Störungen auf Gedächtnis, auf viele unterschiedliche Körperfunktionen, sodass wir natürlich auch den Alkohol besonders im Fokus haben müssen. Wie ist es um die Vergleichbarkeit bestellt? Das ist immer schwierig. Ich denke, wir müssen uns um den Alkohol kümmern. Wir müssen uns auch um alle anderen Substanzen kümmern. Und sinnvoll sind natürlich Präventionsangebote, gute Aufklärung, um eben hier bezogen auf alle Substanzen die Risiken möglichst gering zu halten. Trotzdem, Bayern ist das Land des Bieres. Verbote? Klar, unter 16 sollte man kein Bier trinken. Aber dann gilt, oh zapf this! Hashtag Doppelmoral. Wahrscheinlich hat er wirklich andere Probleme, als jetzt in der Frage, Drogen zu erlauben. Das mit dem Alkohol würden Sie trotzdem nicht angehen, ne? Nein, das gibt ja dafür auch keine Debatte. Wir leben ja auch in einer freiheitlichen Gesellschaft. Alkohol wird überall propagiert. Es gibt überall Werbung dafür. Sportsendungen werden gesponsert von Alkoholherstellern. Bayerische Politiker lassen sich regelmäßig mit großen Bierkrügen ablichten. Egal, ob da jetzt wirklich Bier drin ist oder nicht. Letztlich ist es ja eine Werbung für das Bier. Und auf der anderen Seite schlägt man eben umso härter auf Leute ein, die
die Cannabis oder auch andere illegale Drogen konsumieren. Und das ist einfach, das steht einfach in keinem Verhältnis zueinander. Deswegen ist man sich auch in Expertenkreisen doch weitgehend einig, dass man sich bei beiden Substanzen etwas mehr in Richtung einer, in Richtung der Mitte bewegen sollte, was so die ja, gesellschaftliche und rechtliche Behandlung dieser Drogen angeht. Also bei Alkohol mehr weg von dieser offensiven Propagierung und bei Cannabis mehr in Richtung ja, einem liberaleren Umgang. Wir müssen in Deutschland ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. In den vergangenen Jahren haben einige Staaten Cannabis legalisiert, darunter auch Kanada. Da können wir auch mal hingucken. In Kanada darfst du seit 2018 legal ab 18 kiffen. Je nach Provinz ist die Altersgrenze ein bisschen unterschiedlich. In Kanada hat sich die Zahl der Erstkonsumenten verdoppelt. Ein Großteil davon sind ältere Kanadier. 30% sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. Insgesamt gab es keinen explosionsartigen Anstieg. Den Schwarzmarkt, den gibt es aber immer noch. Da ist das Gras einfach günstiger und es ist oft einfacher beim Dealer was zu besorgen als bei legalen Abgabestellen. Insgesamt macht der legale Markt 60% des Cannabis-Business aus. Niederlande, Klassiker, wenn es ums Kiffen geht. Seit den 1970er dürfen niederländische Coffeeshops Cannabis für den Eigenbedarf verkaufen. Ein Vorbild? Bloß nicht, sagen viele Expertinnen und Experten, weil da der Einkauf nie geregelt wurde. Das heißt, in den Coffeeshops konnte man legal Cannabis erwerben, aber die Coffeeshops hatten nie die Möglichkeit, es legal einzukaufen. Und diese Lücke haben Drogenbanden damals ausgefüllt und ein großes Netzwerk aufgebaut. Natürlich könnte man auch von anderen Ländern die Frage beantworten, wenn man da hinschaut, wird mehr gekifft, wenn es legal ist? Die bisherige Forschung zeigt, eine Legalisierung von Cannabis führt nicht automatisch zu mehr Konsum. Einen einfachen allgemeinen Zusammenhang zwischen Gesetzesänderungen und der Verbreitung von Cannabis gibt es laut Stand der Forschung nicht. Das hat der BR24 Faktenfuchs rausgefunden. Also mal zusammengefasst, hat Bayern, hat Markus Söder recht, gehört Cannabis nach wie vor komplett verboten. Die Verbotspolitik hat den Konsum bisher ja nicht deutlich eingeschränkt. Ganz im Gegenteil, der Konsum steigt, vor allem bei jungen Leuten. Gleichzeitig ist es wohl auch utopisch zu glauben, dass mit der Legalisierung der Schwarzmarkt verschwindet, geschweige denn der Konsum von Cannabis zurückgeht. Entscheidend ist eben laut unseren Experten die Aufklärung, dass besonders junge Menschen wissen, dass das auch echt schief gehen kann. Was glaubst du? Hat Bayern, hat Söder recht und bleibt Cannabis Teufelszeug? Oder ist es auch bei Deutschlands Drogenpolitik Zeit für eine Zeitenwende? Schreib es in die Kommentare, lass ein Like da und wann BR24 Abo legal? Jetzt. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.